So. Hinein! Wo sind wir jetzt eigentlich? Sag mal Karte. Oh, jetzt geht's ins Fragezeichen. Es geht ins Fragezeichen. Ist auf alle Fälle ein Speicherpunkt. Das ist sehr gut. Ja, ja, lauf gut ohne mich. Wir sind in der Wüste Ranel angekommen. Eine große Dürre hat den gesamten Landstrich vollkommen verändert. Was ist das für ein Vieh? Ich stelle eine erhöhte Konzentration von gefährlichem Treibsand. Oh nein, bitte nicht. Das Gefahrenpotenzial steigt um 30%. Oh, bitte kein Treibsand. Ich empfehle Plus zu drücken, um auf deiner Karte die Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Was? Ich hätte, dass Zelda hier war. Wie ich bereits sagte, birgt diese Gegend Gefahren für dich. Ich empfehle, sie bald zu treffen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie nach Eldin gereist ist. Dann wunderbar, tun wir das nochmal. Da ist immer noch ein Riesengebiet unten aufgedeckt. Ja. Okay, danke. So. Dann schauen wir uns mal selber in die Karte. Sie sagt irgendwas von Bodenbeschaffenheit. Zoom. Wo ist denn wir? Wir sind da. Aha. Aha. Okay. Okay, was ist das? Einfach nur so ein riesen schwarzes Loch. Dann wollen wir mal speichern. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Speichervorgang erfolgreich. So, dann erzählt mir noch was. Was? Was? Du bist Wüstengras, richtig? Oh, zerstört. Wow! Hallo, rennst du eigentlich gegen Wände, wenn ich mich hier hinstelle? Ja, tust du. Okay. Jetzt habe ich hier so ein Schneckenhaus. Kann ich das bewegen? Nö. Hm. Entschuldigung. Ich wollte nicht wirklich die Ohren platzen lassen. Ach, so weit rennt er nicht, okay. Hat er gerade das Wüstengras kaputt gemacht? Du Mistkerl, warum tust du das? Okay, also mit einfach drüber laufen krieg ich es nicht. Vielleicht krieg ich es ja mit dem Netz? Oh, kaputt. Ich hätte schon gerne das Wüstengras. Ich brauch's zum Weiterverarbeiten. Oh, hi. Aha, genau so. Okay. Du hast Wüstengras erhalten. Dieses Gras lässt sich vielleicht für etwas Nützliches verwenden, wenn man es trocknet. Das ist doch schon trocken. Wie trocken soll man es denn noch machen? Wie viel brauchte ich für das Upgrade? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist wieder zu lange her. Kann ich mit euch was machen? Ich kann an euch selbst verletzen, wenn ich möchte. Hm. Okay, dann. Ich kann euch also zerhacken, aber es passiert sonst nichts. Mehr Gummi als alles andere. Kann ich hier hoch?
Nein. Kann ich hier hoch? Nein, zu hoch. Was ist... Ist das eine Bombe oben auf dem Baum? Wie soll ich denn da rankommen? Kann der Käfer da was machen? Ja, er kann es anzünden, okay. Und jetzt? Das hat nicht viel gebracht, okay. Das heißt, hier komme ich erstmal nicht großartig weiter. Ach da, da könnte ich hoch. Ups, 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 ups. Oh, Kiste. Kiste? Was haben wir denn da drin, ne? Wüstengras. Okay. Okay. Ich sehe schon, was ihr hier vorhabt. Ihr wollt mir ein paar Reagenzien geben, damit ich mal ein bisschen was aufwerten kann. Oh. Wüstengras kannst du in der Wüste an anderen Orten finden. Es rollt über den Boden und kann für allerlei Dinge verwendet werden. Wenn du es siehst, fang es schnell mit deinem Schmetterlingsnetz. Ach, jetzt hätte sie mir den Tipp dafür gegeben. Ich bin zu schlau für das Spiel, es tut mir leid. Oh. Reicht der Göttinnenschlag so hoch? Ist er weit? Nee, schade. Ah, das wollte ich nicht. Okay, wie jetzt weiter? Was? Da war... Doch, das ist der... Das ist die Mauer, die wir da sehen. Doch. Komme ich hier vielleicht irgendwo links rüber? Irgendwo, wo es nicht ganz so hoch ist zum Sprinten? Ne, hier ist alles gleich hoch. Ja gut, dass sie die Wand so gebaut haben, dass sie auch die Sanddünen, die sich dran fest... Was ist das? Ist das eine Tür? Ein Durchgang, der geschlossen ist. Hm. Ach, komm schon. Nee. Da rennt noch so ein... Wow. Zu spät. Wo geht's denn hier lang? Von hier komme ich, glaube ich, ne? Ja, von hier komme ich. Hm. Im Prinzip müsste es schaffen, dass so ein Panzer direkt an der Wand liegen bleibt. Dann könnte ich über die Wand sprinten. Moment, was ist das da? Komme ich hier auch hoch? Habe ich das gerade übersehen? Das habe ich gerade übersehen, ja. Hier komme ich auch hoch. Dann bin ich hier drüben. Was bringt mir das? Herzlich wenig. Ne, komme ich nicht rüber. Hm. Okay. Ist das überhaupt ein Baum? Das ist ein Baum. Gehen Sie weg. Okay, jetzt sind wir also hier oben. Was bringt mir das? Nicht. Dass ich jetzt rüberkommen würde. Ich probiere mal. Vielleicht kann ich da weit genug werfen. Nö, ich kann nicht weit genug werfen. Kann ich... Nee, das ist genauso weit entfernt. Hier liegen überall Bomben rum, das muss einen Grund haben. Ah, zu hoch.
Hm. Hast du den hier Eingang? Nö, hat's nicht. Moment. Wenn ich jetzt hier hochrenne, dann müsste ich doch eigentlich die Bombe darüber werfen können. Ja, kann ich. So, wo sind Rubinen? Moment. Kann ich von hier aus die Bombe darüber werfen? Sieht gut aus. Ja. Ha, dachte ich mir doch. Irgendwo muss ein Zeitstein sein. Irgendwo muss da ein Zeitstein sein. Oh. Ach, natürlich. Oh, es sind mehr als... Es sind zwei. Die sehen sehr futuristisch aus, dafür, dass wir in der Vergangenheit sind. Ja, lauf du nur. Die Waffe von denen ist... elektrisch. Oh, bitte nicht. Du hast mich gerettet. Erzählt mir jetzt nicht, dass ich, wenn die mich blocken mit der Waffe, dass die mir einfach mal Elektroschock verpassen. Oh, ich hasse Elektroschocks. Das war knapp. Beinahe hätten mir die Kerle den Strom abgeklemmt. Aber sag mal, ist das etwa ein Käfer? Der kommt von hier, ist aber ein altes Modell. Weil du mir geholfen hast, werde ich dieses Ding ein wenig verbessern. Gib mal her. Was? Oh. Was? Du hast den Greifkäfer erhalten. Mit seinen größeren Zangen kann er Items aufheben und tra. Darum sind die Bomben auf den Bäumen. Och, schön. Käferrätsel. Jetzt kannst du mit dem Käfer Objekte greifen und festhalten. Pass auf dich auf. War hier nicht gerade noch was, was ich nachschauen wollte? Ich hab's vergessen. Irgendwas wollte ich noch geguckt haben. Okay, das heißt, ich brauche jetzt hier den Käfer. Machen wir es doch erst mal hier. Da ist ein... So, hoch, 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 hoch. Jetzt nehmen wir uns eine Bombe. Hinabblicken, also wie auf der Vogel. Und abwerfen. Alles klar. Wow! Ist aber auch bloß ein Rubin dahinter. Ups, wuppdidu. Und ja, oh, das ist eigentlich relativ easy. So, was haben wir denn? Da ist dahinter, weil ich sehe nichts. Rubine. Na gut. Wir brauchen keine Rubine. Weg hier. So, dasselbe schätze ich mal, müssen wir jetzt hier machen. Kann man eigentlich die Wii-Fernbedienung auch in der Lautstärke runterregeln? Ich glaube, es ist alles auf der Tonspur gerade. Ach, was soll's? Ist halt auf der Tonspur. So ist es halt. Ist da noch was? Da ist noch was, natürlich. Könntest du bitte? Danke. Ständig muss man das neu zentrieren. Das ist ja furchtbar. Drin, drin, drin. So.
Wenn wir gerade schon dabei sind. Hey, Bombe. Was wird mir jetzt da noch? Ernsthaft. Einfach mal gegen den Ast geflogen, ja? Ups. Guck mal, da versteckt sich jemand. Okay, lass mal das. Geh mal, wir gehen. Rubin. Das Herz kriegen wir auf alle Fälle nicht. Das ist weg, bis ich da bin. Rubin. Oh, ich soll immer lange liegen. Sprach's uns verspannt. Wir haben schon welche. Du hast einen Becher-Mod erhalten. Niemand weiß, wie dieses... Wir haben davon schon ein paar. Nämlich jetzt inzwischen 4. Okay, halt also fest. Jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, erzählt ihr mir alle Texte nochmal neu. Außer dir für die Rubine. Danke. Was zum... Was seid ihr für Riesenviecher? So, auch so sagt da lang. Nee, auch so sagt da lang. Karte. Ich brauche meine Karte. Das sieht alles sehr dicht aus. Das heißt, ich muss hier über den... Oh, ich glaube, das habe ich gesehen. Wo hat den Stein jetzt her? Hat sie ihn einfach vorgewirkt? Okay. Okay. Alles klar, keine weiteren Fragen, euer Jan. So, kann ich mit euch was anstellen? Stirb? Ja, perfekt. Ups. Bist du jetzt dran? Hallo, na? Versteck dich doch mal. Und next. Oh, die respawnen ein. Toll. Die respawnen. Das heißt, das hier ist relativ unwichtig. Wobei, ich komme erst einmal hier drauf und dann. Oh, das. Da wollte ich zu viel. Also nochmal. Erstmal doch rüberrennen. So, ein bisschen ausruhen. Bisschen ausruhen und rüber. Hui. Okay. Der ist ja noch tot. Warum stand er da überhaupt? Ist da hinten irgendwas? Ist hier. Oh, Ameisen. Die jetzt einfach mal in den Sand flüchten. Das dachte ich echt, hey, die können schon kommen. Und dann flüchten die einfach den Sand. Komm zurück. So, jetzt muss ich... Da drüben ist ein Geschenk der Göttin. Das heißt, man muss irgendwie darüber. Moment, schaffe ich? Nee. So weit komme ich jetzt gar nicht gerannt, ne? Versuchen wir es einfach mal. Lauf. Oh, hat geklappt. Na komm. Auch hier kann ich nicht halten.